Guten Morgen! Guten Morgen, meine Crankies. Heute steht viel auf dem Plan. Ich muss jetzt erstmal zur Arbeit. Heute habe ich nämlich so einen Workshop. Da muss ich noch ein bisschen shoppen. Das darf ich aber nicht sagen, weil Melly meine Vlogs guckt. Ja, Melly, ich sag's dir nicht. Ja. Ups. Was ist das denn? Und der letzte Punkt. Ich putze heute für eine Stunde meine Zähne. Und warum? Na, das erfährst du später. Basti, hol mich in fünf Minuten ab. Ich bin noch kein bisschen fertig. Deswegen, los geht's! Sehr, sehr gefährlich. Morgen, Basti! Morgen. Aha, hat da jemand Daddy-Issues? Und eine ganz wichtige Sache habe ich vergessen, ne? Nämlich kommt Emil nach 5 Tagen aus Amerika wieder. Und dann sehen wir ihn wieder. Ja! Hallo, Lucy! Fuck you! Scheiße, Mann! Ey, ich wollte den Joke machen, dass ich Lucy den Finger in den Arsch stecke. Und instantly. Scheiße. Das ist nur leider ausgelaufen. Das sind Wetter. Aber du kannst auch einen Zeichen kaufen. Liz wollte mich schon seit Tagen selbstgepressten Selleriesaft mit zur Arbeit bringen, damit ich mal kosten darf. Und? Schmeckt nicht lecker, aber kann man machen. Hier machen wir heute unseren Workshop. Denn hier steht der Fernseher. Und der Workshop heute geht basic darum, wie man auf TikTok schneidet. Also nicht auf TikTok, sondern wie man TikTok schneidet. Ich lerne hier gerade schneiden, weil ich bald ein berühmter TikTok-Star werde. Oh, Charmeur. Was machst du gerade? E-Mails. Emil's back! Hallo! Fun Fact, Emil. Deine Ohren und deine Nase hört nie auf zu wachsen. Echt jetzt? Ja. Auf meinen Penis? Das ist ein Freund. Meine Hiopies. Es ist jetzt 18.10 Uhr. Wir sind fast fertig mit dem Workshop. Willst du kurz in die Kamera sagen, wie du den Workshop heute fandest? Total erst. Ich nerv dich. Ja, gut. 10. Aua! Jetzt kommt die zweite Sache vom heutigen Video. Einkaufen! Was sollen die machen, Basti? Abonnieren! Abonnieren und jetzt fahren wir zur Eastside, Mann! Mit diesem Baby! Ich bin jetzt angekommen und geh jetzt erstmal eine Runde shoppen. Ich bin jetzt Müller und kaufe Emil einen Adventskalender. Und wenn du jemanden kennst, wo du weißt, ey, vielleicht kriegt er keinen Adventskalender, dann schenk ihm auch einen. Zu Hause angekommen? Ich gebe Emil jetzt den Adventskalender. Ich hab was für dich. Okay, mach mal Augen zu. Okay. 3, 2, 1. Dankeschön, das freut mich. Ich habe mir auch einen babasaftigen Adventskalender gekauft. Ich liebe Lego. Meine Damen und Herren, es ist jetzt die Zeit gekommen. Und ich werde jetzt eine Stunde lang Zähne putzen. Ich muss Emil jetzt noch erzählen, was ich gleich vorhabe. Das heutige Video heißt, eine Stunde lang Zähne putzen. Ach du Scheiße, Digga. Hau ihn mal an. Tut dir gut. Man fragt sich, Sydney, warum? Meine Zähne sind so die letzten 2 Wochen so ein bisschen gelber und gelber geworden. Dann dachte ich mir so, ey, vielleicht hilft einfach ein langes Zähneputzen. Zahnpasta drauf. Und jetzt fängt die Stunde an. Ich wollte eine Jetzt ist ungefähr die normale Zähneputzzeit zu Ende. Ich glaube, ich bin einfach produktiv und schneide währenddessen. Meine Zahnbürste wird voll warm. Das geht an Melly. Ich frage mich, wie lange die Zahnbürste aushalten wird. Weil die Zahnbürste ja nicht dafür gemacht, eine Stunde am Stück zu arbeiten. Ich putze jetzt seit 12 Minuten meine Zähne. Ich bekomme gerade Kieferschmerzen. Ein Viertel habe ich gebraucht. 41 Minuten und es wird langsam anstrengend. Mein Kiefer tut ein bisschen weh. 35 Minuten. Oh mein Gott, wir haben gleich die Hälfte. Meine Lippen fühlen sich gerade richtig komisch an, kribbeln so ein bisschen. Meine Wangen tun gerade richtig weh. Wir sind deine Freunde. Wir haben jetzt schon über die Hälfte. Ist unglaublich. Noch die letzten 22 Minuten. Mir ist gerade durch den Kopf gegangen, da ich gerade für eine Stunde lang meine fucking Zähne putze. Und was für ein Vollidiot ich eigentlich bin. Ich versuche jetzt, während ich Zähne putze, was zu trinken. Ah, das hat super funktioniert. Kennt ihr das? Wenn ich Orangensaft trinke und davor Zähne geputzt hat, das schmeckt mies scheiße. Die Mandarine ist geschält. Und jetzt esse ich ein Stück. Das hat voll diesen bitteren Geschmack. Was zum Fick mache ich hier eigentlich? Die letzten 16 Minuten. Die letzten 11 Minuten. Meine Zahnbürste geht gerade leer. Bei 53 Minuten. Ach, oh mein Gott. Ist da was? Also, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es tut, ey, oh mein Gott. Die letzten 5 Minuten. Wir kommen immer näher. Die Zähne werden immer weißer. Die letzten 3 Minuten. Wir haben Spaß. Die letzten 2 Minuten. Und keiner bleibt allein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Was war das Längste, dass ihr Zähne geputzt habt?
Zwei Stunden ist längst. Eine Stunde eins eigentlich. Eine Stunde und eine Minute. Eine Stunde und drei Minuten. Eine Stunde und fünf Minuten. Ach, ihr seid alles scheiße, Digga. Und wenn du nicht glaubst, dass ich wirklich eine Stunde lang Zähne geputzt habe, dann schau in die Beschreibung. Da habe ich ein Beweisvideo hochgeladen, wo du dann die Rohaufnahme von der einen Stunde siehst. Und um ehrlich zu sein, ist das eigentlich auch ziemlich interessant, wie es hinter einem Daily Vlog ausschaut. Oder wie viel ich eigentlich für einen Daily Vlog verwende. Ciao!